So, meine Lieben, grüßt euch, hier ist der Andi. Heute machen wir eine Übung, und zwar mit der Elsa und der Leica. Und zwar eine Feldsuche mit anschließendem Schuss. Es geht darum, dass die, vor allen Dingen die Leica, noch ein bisschen schussfester wird. Die ist noch nicht so ganz sicher in dem Bereich. Die Elsa schon, das konnte sie schon als Welpe. Das heißt, wir machen es jetzt der Leica einmal vor. Die halte ich jetzt so lang fest, ich stehe auf der Leine. Die Kerstin hat ihre Flinte geladen und geht jetzt in die Quersuche mit der Elsa. Ja, die Elsa hat einfach eine Riesenkraft. Na. Leica, bleib hier. Okay, das hat sie. Okay, sie reagiert jetzt so ein bisschen, wie man sieht, aufgeregt. Ne? Ist klar, sollte sie so nicht machen. Sitzen. Bleib. Schön sitzen. Leica, sitzen. Okay, also da muss sie noch ein bisschen. Sieht ihr? Ruhiger werden. Also die Leica springt mich jetzt an, was natürlich nicht erwünscht ist. Ja, und wie ihr seht, die Elsa kann das perfekt. Die hat die Prüfung ja auch schon gemacht. Und bei der Leica, ja, mit der werden wir am besten mal auf den Schießplatz gehen. Die ist, hat jetzt nicht Angst, wirklich, aber sie ist aufgeregt und versucht, an mir hochzuspringen. Und das müssen wir ihr natürlich abgewöhnen. Leica, sitzen. Sitzen. Leica, sitzen. Prima. Ja, das war's für heute. Bis später, euer Andi.